Herzlich willkommen zurück zum American Truck Simulator. Wenn, sag mal, du überholst einen LKW und du siehst aber nicht, dass du jetzt genug Platz hast und der ist noch ein bisschen neben dir, dann piept das Ding hinten. Der hat hinten so ein Radar irgendwie. Also du meinst jetzt seine Einpacksensoren? Ja, aber normalerweise sind die Sensoren ja am Dings. Die sind ja, sag mal schnell, die sind ja an einem Fahrzeug dran, am LKW und nicht am... Oh, willst du mich verarschen, Junge? Jetzt muss ich hier eine Vollbremse machen, mal so ein Idiot jetzt hier auch noch angekommen ist. Ja, jetzt lässt er mich vor, oder was? Ich meine, Dankeschön, ne? Aber du hast Vorfahrt, Junge. Achso, ich stehe dem wahrscheinlich im Weg, ne? Weil er mit einem LKW hier fährt. Das, was ich theoretisch auch mache. Aber er hat einen Anhänger dran, ich nicht. Das muss ich... Achso, ich brauche 30 Kilometer, würde ich gerade sagen. 30 Minuten bis dahin. Oh, ich bin zu müde. Ich kann nicht mal gerade fahren. Ich merke das schon. Oh, scheiße. Unfall auf der A7. Ja, da bin ich auch dran vorbeigerauschelt. Ich glaube, da ist was... Da ist was in Feuer, in Flammen aufgegangen. Da war die Feuerwehr. Mal ging es hier. Ihr könnt mich doch jetzt hier nicht. So kann man das nicht machen. So, nee, du nicht auch noch. Du kannst das mal schön vergessen, Kleiner. Du kannst jetzt hinter mir bleiben. Die Gameplayerin hat immer Vorfahrt. Egal, ob die einen Bus fährt oder ob die einen LKW fährt oder gut, privat habe ich leider nicht immer Vorfahrt. Aber in den Spielen, da habe ich immer Vorfahrt. Das stimmt gar nicht. Wenn ich in der Nähe bin, habe ich Vorfahrt. Ja, weil du da nämlich reinfährst, meinst du? Genau, ich sehe die Gameplayerin auf der Map. Die kommt da ran, rumgeeiert. Ja, rumgeeiert mit 104. Super, danke. Oh, sie hat sogar geblinkt. Was ist das denn? Weltwunder, sie hat geblinkt. Fast immer. Fast. Ja. Wenn ich gerade Lust drauf habe. Warte, ich muss auch oben. Zu spät. Zu spät. Ja, ich war am Einreiben. Ich habe mich eingerieben. Habe ich schon. Hallo. Oh. Der Typ hier ist for sale. Steht überall um den rum. Ach, hier ist ja, der. Jetzt. Oh, ah, stopp. Ja, ja, genau. Ich muss mal eben umstellen auf die andere. Hätte ja doch noch einen Stück fahren. Ja, komm, ein bisschen. Stopp. Du sollst ein bisschen besser bremsen hier, Junge, ne? Du stehst draußen, ne? Weil ich guck gerade nicht. Ja, ich stehe draußen. Ich habe auch Kollision auf Serviceflächen ausgemacht. Ja, und aber unsere Kollision hast du wahrscheinlich wieder doch angemacht. Doch, nee, die habe ich auch ausgemacht. Weil nein, du fährst mich sonst immer um. Ja, vor allen Dingen ich dich, ne? Ich habe genügend Beweisvideos, die was anderes zeigen. Ja, das kann gar nicht wieso sein. Wieso haben wir jetzt noch Halloween? Ich dachte, Halloween ist vorbei. Ja, nee, hier geht das bis zum 14, glaube ich, oder so. Heftig. Nein. Aber es ist frei, du kannst fahren. Nein. Kann ich fahr nicht, einfach kann raus. Ich nicht. Aber nimm einfach Schwung und um die Ecke rum. So komm ich aber nicht. Wie fährst du denn? Das ist echt so lustig, der Gameplayerin zuzugucken. Da braucht man keinen... nicht mehr eigen fahren. Jetzt fährst du erstmal hinten vor den Zaun. Pass auf. Na? Ach so, da. Ich dachte, ich gucke in den anderen. Nein, sie kommt rum. Ja. Jetzt fährst du das Schild um. Nee, da habe ich noch genug. Es kracht noch einen Meter, kennst du doch. So. Ich habe das sogar wunderbar 1A an dem Auto hier vorbei. Gedingst. Ich dachte, wir machen endlich mal einen normalen Transport. Jetzt haben wir schon wieder Halloween. Ja, weil die am meisten Geld bringen noch. Ja, aber so, ich... Ich kein Licht an. Ich wollte die ganze Zeit... Oh, das ist eng. Ich wollte die ganze so, Zeit immer mal... Kein Licht an. Immer mal so eine schöne Aufnahme machen mit einem Schwertransport oder ein Haus. Ja, dann oder machen so. Wir den... Das machen wir, wenn Halloween vorbei ist. Also ist ja eigentlich schon vorbei, aber dann machen wir das, ja? Wo ist die Gameplayerin denn? Ich sehe sie nicht.
Ich habe auch gesagt, ich will alle Simulatoren der Welt haben. Ich bin noch dran, ich habe sie noch nicht alle. Ja. Aber da bin ich dran am Arbeiten. Das heißt, wenn ich sage, ich will jetzt ein Haus transportieren oder Kartoffeln, dann kriege ich Schluck auf. Dann weißt du aber nicht, in welchem Simulator du das machen kannst. Oh, ja, in mehreren, glaube ich, mittlerweile. Also in dem Farming-Simulator. Pass auf, wir müssen abbiegen, ne? Und hier unten ist eine Stoppstraße. Ach, hier! Oh! Helft euch! Ja, oh, da kommt einer. Wenn du jetzt runterfährst, da kommt einer. Ja, er hat es schon vorbei, okay. Ja, ist hinter dir, oder wie meinst du jetzt? Ja, nee, ist okay. Ich dachte, du bist näher dran, aber du hast wieder Abstand gelassen. Nee, ich habe keinen Abstand gelassen, ich bin oben rein. Ich kann ja hier nicht mit Knallgas in die Kurve. Warum fährt der auf so eine Bundesstraße drauf? Warum fährt der nicht über die Autobahn, Mann? Weil wir das auch tun? Ich denke, das könnte der Grund sein. Wenn das jetzt nicht so ein ganz klein wenig Berg wäre. Ja, ich habe jetzt 46 drauf. Es wird etwas besser über die Kuppe. Na, ich bin bei 55, 56, 57, 58 und jetzt geht's bergunter. Alter Falter. Echt, so schnell warst du da? Das ist schon richtig schnell. Ja, ich bin ja schon mit Knallgas unten von der Kurve rausgekommen. Okay. Wobei Knallgas in dem Fall 30 war, weil ich nicht schneller konnte, aber immerhin. Jetzt können wir jetzt die Maximalgeschwindigkeit erreicht. Bitte schnallen Sie sich ab. Sie können etwas essen und auch Ihre Laptops benutzen. Ich wollte gerade sagen, wie bitte schnallen Sie sich ab? Sollen die dann rausspringen oder was? Nein, das sagen die doch im Flugzeug. Ich meine, da haben Sie Ihre Reisehöhe haben wir erreicht. Ja, da musst du sagen Reisegeschwindigkeit. Was die Flugzeuge an Höhe haben, haben wir an Geschwindigkeit. An Reisegeschwindigkeit, ja. Hast du denn getankt oder musst du tanken irgendwo? Natürlich habe ich getankt. Ich habe ja schon die obere Karte fast komplett inspiziert. Ah, okay. Ich habe auf jeden Fall eben geschlafen kurz. Oder habe ich auch nicht, aber brauche ich auch nicht, weil jetzt trinken wir nur noch Kaffee. Ja, ich darf ja nicht mehr schlafen. Seitdem wir dieses Spiel spielen, darf ich nicht mehr schlafen. Ich darf abends nicht mehr pünktlich ins Bett gehen. Du hast das Schlaf kaputt gemacht. Oh, schön aufbleiben. Dankeschön. Bist du jetzt der da... Nee, du bist doch aus der Kurve... Hä? Sind da zwei hinter dir? Boah, das war knapp. Da ist ein Auto vor mir links abgebogen. Ich überhole gerade diesen Bus oder was das war. Okay, das beantwortet meine Frage. Wieso? Hast du dich verfahren? Nee, weil dann bist du wirklich ein Stück noch weiter davor. Ja, siehst du meinen Namen noch? Jetzt habe ich einen Bus vor mir, glaube ich. Genau, den habe ich überholt. Aber da kommt dir einer entgegen gleich. Oh ja. Wollte ich überhole mal lieber rechts. Bin hier auch rechts schneller. Überholerin, ja. Im wahren Leben nicht. Aber hier, ich meine, das ist so prädestiniert dafür. Das ist so breit überall. Du willst mich nicht sehen, wenn ich Fernbus-Simulator spiele, weil da ist mir alles scheißegal. Ja, da fährst du bestimmt die ganzen Leute immer um. Nee, weil da will ich einmal komplett durchfahren und einfach alles freischalten. Will mich dann um die Errungenschaften kümmern, wobei ich glaube, die hast du dann auch schon erledigt, wenn du alles freigeschaltet hast. Und dann kannst du ja wirklich gemütlich vor dich hinfahren. Aber bis dahin, aber muss ich auch dazu sagen, das ist so scheiße teilweise programmiert beim Fernbus-Simulator. An sich ist das gar nicht schlecht gedacht und gemacht, ja? Also du musst halt irgendwo hin, dann musst du aussteigen, musst jeden Einzelnen entweder ein Ticket geben, wenn die dir das sagen, oder musst das kontrollieren, ob die richtig sind, ne? Muss sagen, ja, ist okay, oder nein, ist leider der falsche Bus. Das ist soweit alles okay. Und dann sitzen die alle bei dir im Bus drin und du fährst los. Ist auch alles soweit okay. Die Optik finde ich, also ist natürlich jetzt nicht zum Vergleichen hier mit American Truck oder Euro Truck. Zwei. Ersten kenne ich ja nicht. Aber sieht schon jetzt nicht so schlecht aus. Ja, ich weiß, dass ich Fernlicht anhabe. Dankeschön für den Hinweis. Ja, die blinken mich auch die ganze Zeit an. Achtung, da geht's gleich ganz scharf 90 Grad rum. Wir müssen abbiegen auf die Autobahn, glaube ich.
Nee, nee, du fährst einfach nur eine Kurve dahin. Ich dachte gerade... Alter, was willst du jetzt? Hä? Ich dachte gerade, der will drehen. Dann blinkt der mich an, also Lichthupe. Und fährt noch... Achso, nee, ist doch eine Abbiege. Dings. Und fährt dann wieder normal weiter. Habe ich jetzt überhaupt nicht verstanden. Oh nein, ich wollte... Nein, 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 nein. Böser Truck, nicht ganz stehen bleiben. Nicht stehen bleiben. Komm, fahr einfach weiter. Heute noch. Alter, ich drücke hier die ganze Zeit aufs Gas und das Ding bleibt hier einfach stehen. Möchtest du vorfahren? Das ist vielleicht lustiger für mich zumindest. Nee. Dann haben wir ja wieder das Problem, dass ich Schaden habe und bezahlen muss, weil du mir ständig ins Auto reinfährst. Ja, ja, das habe ich ja ausgeschaltet. Außerdem hast du das ja gemacht, nicht ich. Ach, das war ein anderer Truck. Jetzt sehe ich es auch. Wieso habe ich das gemacht? Wenn ich bremse und du fährst mir ins Auto rein? Hallo? Außerdem will ich nur an die letzten Folgen erinnern, wo plötzlich die Autos alle quer standen, nachdem ich hinter dir hergefahren bin, ja? Oder plötzlich, wir fahren hier ganz normal und plötzlich von jetzt auf gleich steht hier einer neben mir, der zwischen uns war mit Warnblinkanlage und fährt nicht mehr. Der hat wahrscheinlich auch eine Motorfehlfunktion gehabt oder sowas. Hm. Oh, sag mir bitte, dass die Strecke durchgehend ist. Wenn ich gläubig wäre, würde ich jetzt ein Kreuz machen. Das ist... Americans. Man kann nicht gleichzeitig lesen. Oh, 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 oh. So. Oh, hier ist eine Spur, wo es rauf geht. Heftig. Nee, ich fahr mal nicht rüber. Das darf man bloß nicht nachmachen. Ich habe in diesem Spiel eine ganz spezielle eigene Fahrweise angeeignet. Also in diesem und im Eurotruck. Nee, aber was ich sagen wollte wegen dem Fernbus-Simulator. Das Problem ist, du hast das teilweise so und da haben sich wohl sehr, sehr viele schon drüber aufgeregt. Oh, müssen wir nach links? Nee, wir links, ja, abbiegen, runter, oder? Dann links abbiegen. Die Ampel ist aber rot. Ist egal. Ja, das ist nicht das Problem. Die Frage ist nur... ja, hier müssen wir runter, okay. Beziehungsweise muss ich runter, du bist ja schon runter. Las Vegas, ich fahr zu schnell. Viva, ich bin gleich Las in Vegas. Der Hell. Alter, fahr doch nicht, wenn du grün hast. Du musst mich doch sehen. Sauerei hier. Exercise, Journey, irgendwas. Mehr konnte ich nicht mehr lesen. Frag mich nicht wieso, aber ich muss gerade an dieses Horrorgame denken, was ich noch aufnehmen wollte. Oh, ich bin übrigens bei Secret Files ungefähr, ich habe mal nachgeguckt, damit ich ungefähr weiß, wie viel ich schon hinter mir habe. Ungefähr ein Drittel jetzt schon durch. Ja. Also ein bisschen was fehlt noch zum Drittel, aber ich bin nicht mehr so weit entfernt. Dafür habe ich, also ich meine, ich habe schon einige Folgen gemacht, aber also ich habe mich nicht gelangweilt, nix. Das ist eins der wenigen Spiele, wo ich ganz ehrlich bin, also was heißt der wenigen Spiele? Es gibt natürlich viele Spiele, wo man sich nicht langweilt und so, aber das ist, ja, wie, ist es, wie die ganzen YouTuber und so das immer sagen, ne? Diese AAA-Spiele, die sogenannten, kannst du ja in der Regel vergessen. Also alles, was so neu rauskommt, weil da wird ein riesen Trara drum gemacht und ja, du kennst das ja, ne? Von unserem Spezi, dann spielst du mal eine Stunde und dann bist du doch wieder woanders drin. Mhm. Weil es ja, dich eigentlich fesselt. Also nehme ich mal an, dass es da dann genauso ist. Und ich, ja, das ist mir eher passiert bei Mirage. Ich weiß nicht warum. Also es hat mich eigentlich schon angefixt und ein bisschen gefesselt, aber irgendwie habe ich dann nur, weiß ich nicht, 4 Stunden gespielt und dann... Ja, wahrscheinlich bist du an der Stelle gewesen, wo du das erste Mal auf diesen dicken Typen da getroffen bist. Nee, noch gar nicht. Ich war in dem, wieder zurück in Bagdad oder wo das da ist, ne? Und war dann, hab dann diese
diese Quest da gemacht da hinten? Also erst habe ich die Bruderschaft gefunden da, diese. Und ja, dann musste kurz ich ja irgendwas machen. Sind die? Also die schicken ja. dich ja, ich glaube, zum Hafen oder wo das da ist. Ich sollte irgendwas klauen. Irgendwas sollte ich aus Taschen klauen, irgendwas für einen. Ja, gut, das ist so eine Mini, um mal zu zeigen, wie man das macht im Endeffekt mit dem. Nee, das war ja ganz am Anfang, da wo ich dann die Wache leider auf mich aufmerksam gemacht habe. Am Anfang. Nee, das habe ich nicht geschafft. Aber ich habe auch geguckt, erstens, dass da keine Wache da oder dass die weit genug weg war, dass sie mich nicht sieht. Und ja, so das kann ich eigentlich ganz gut alleine wegen Disney Dreamlight. Weil du musst nämlich immer, wenn du angelst, musst du da auch so, ja, oder wegen DBD zum Beispiel auch, wobei da dieser Skillcheck, der Bereich, der ist breiter als bei Assassin's Creed, ne? Ist das jetzt eigentlich schon freigegeben für alle, oder? Disney Dreamlight, oder? Ja, ja, die hatten doch das gesagt irgendwie, dass das jetzt... Ich meine, da stand 5.12. 5.12. oder 8.11. Das wäre jetzt aber wiederum heute gewesen. Ich muss mal gucken, ob da ein Update gewesen ist. Ich meine aber, also einer hatte mir das geschrieben auf dem Channel und ich meine, er hätte geschrieben 5.12. Ich bin mir jetzt aber nicht sicher. Oder 8. Nee, 8. das hätte ich mir merken können. Hätte ich gesagt, einen Tag vor dem Geburtstag, aber... was ich wohl sehr asozial finde, damals hieß es ja, man bezahlt einmal das Spiel und das war ja nicht gerade günstig, muss ich dazu sagen. Also wir haben da ja alle gut Geld für geblecht. Man bezahlt einmal das Spiel und dann kriegt man halt kostenlos Updates. War jetzt auch, ich weiß nicht, ein Jahr oder wie lange gibt es das jetzt schon, keine Ahnung, war es ja auch so lange so. Und jetzt, wenn das denn so stimmt, hat er geschrieben, das nächste Update, wo das Ganze dann kostenlos wird und für einen Multiplayer kommt, also dass das dann eingeführt wird, ab da sollst du dann wohl für die Charaktere dann, also DLC-mäßig, extra Geld bezahlen. Wo ich mir gedacht habe, ich weiß nicht, ob ich dann noch weitermache, alleine vom Prinzip her. Weil ich mache dauernd kostenlos Werbung für die im Endeffekt. Was ist das für ein Wichser? Ey, ohne Blinker, ohne alles zieht der auf meine Spur, während ich den gerade überholen will. Na super. Jetzt habe ich den natürlich hinten angekatscht, weil ich den jetzt komplett rechts auf dem Standstreifen überholt habe. Und der andere Penner vor mir, der linke, der Tankwagen kann wieder nicht überholen. Fahrt ihr mal so beschissen weiter, wie ihr das jetzt macht. Ich überhole mal riskanterweise auf der Innenspur. Ups, ja, und ich habe natürlich seinen... Haha! Massenkarambolage! Ich habe natürlich seinen Reifen irgendwie gerade gestreift, glaube ich. Wenn die so beschissen fahren... Ich hänge mich da jetzt bestimmt nicht mit 70 oder was dahinter, nur weil die nicht fahren können. Na gut, ich bin jetzt ja auch nicht am Blinken. Ne? Muss ich jetzt zur Verteidigung der anderen Autos sagen. Aber die blinkt nicht und schert einfach im gleichen Moment dann aus, wo ich den schon fast dann überholt hatte, der eine. Ne? Ja. Ach stimmt, das ist Las Vegas, ne? Diese V-mäßigen... Ja, ja. Und hier kommt gleich dieses... Ja. Kronleuchter, wahrscheinlich ich sagen. Wahrscheinlich fahre ich gleich wieder falsch oder so. Ja, stimmt, das war hier, ne? Aber ich glaube, das war schon davor. Ich glaube, das war... Nee, ich glaube, die Stelle kommt noch. Also das, machen erstmal hier kommt nämlich dieses, hier kommt diese Statue und davor war das Riesenrad und dann habe ich verkackt irgendwie. Weil wir jetzt nicht wissen, ob das die gleiche Strecke ist. Musst du noch schlafen, weil da ist nämlich was. Ja, gleich irgendwann. Aber es ist, glaube ich, jetzt nicht auf der Strecke, es ist, wenn man rausfährt. Ne, ist auf der anderen Seite, glaube ich, oder unten drunter. Was ich jetzt vor 20 Minuten ungefähr angefangen hatte zu sagen und schon dreimal begonnen hatte, wegen dem Fernbus-Simulator, bevor ich das ganz vergesse. Hier ist es ja so zum Beispiel, dass du halt auch verschiedene Verkehrssituationen hast, aber die haben es gut gemacht. Also du ärgerst dich dann manchmal, wenn du irgendwo stehst, aber du hast keinen richtigen Stau oder so jetzt groß, ne? Weil das würde mich so aufregen, wenn ich hier die ganze Zeit irgendwo im Stau stehen würde. Du fährst gerade aber noch richtig. Ja, ja. Aber wir müssen jetzt hier rüber, abbiegen. Hier, ne? Ja. Und beim Fernbus-Simulator ist es so, es kann sein, ich habe das nicht in jeder Runde gehabt, aber es kann sein, dass du zum Beispiel in U-Form fahren musst und am Ende von dieser U-Form, also quasi um zu drehen, ne? Am Ende von dieser U-Form ist dann deine Haltestelle. Da müsstest du dann quasi anhalten, die Leute rauslassen und ja, quasi
dadurch dann drehen, dass du dann weiterfahren kannst, wenn du so willst. Das wäre alles nicht das Problem, wenn du da durchkämst. Aber manchmal, oder sehr oft habe ich das sogar gehabt, ist es so, dass du noch vor diesem U, also so ein langgezogenes U, wo, keine Ahnung, 20 Autos oder so reinpassen, noch vor diesem U plötzlich Stau hast und es geht wirklich die ganze Zeit nicht vorwärts und rückwärts. Und das nervt mich tierisch. Also du stehst, ja. Ich habe es einmal gemacht, habe ich gedacht, okay, guck's mal spaßeshalber, wie lange das dauert, dass du hier im Stau stehst. Ich habe nach 10 Minuten abgebrochen, weil ich keinen Bock hatte, da 10 Minuten zu stehen und es tut's. Ich kam kein Auto vorwärts. Also richtiger Stau. Das ist echt. Da muss ich noch weiter geradeaus. Und da muss ich ganz ehrlich sagen, das haben sie richtig, richtig blöd gemacht. Deswegen habe ich auch keine Lust mehr, mich da bei dem Spiel jetzt an irgendwelche Regeln zu halten. Ich meine, klar, wenn ich das jetzt aufnehmen würde, würde ich natürlich sagen, ich fahre da normal, also größtenteils. Aber das ist der einzige Grund, glaube ich, weshalb ich das noch nicht aufgenommen habe. Weil vom Spiel her finde ich es echt gut. Und du hast halt auch wieder so dieses, du musst halt nach und nach dir alles freischalten, so ähnlich wie hier. Dann habe ich das so gemacht, ich bin einfach von, also man kann sich selber die Routen legen dabei. Also nicht so wie hier, ja gut, hier eigentlich auch, indem du aussuchst letztendlich. Ne? Aber dann habe ich mir immer so die Route von der einen Stadt bis zur nächsten Stadt gemacht. So, dass ich dann immer die Hauptstädte quasi von links nach rechts mehr oder weniger durchgefahren bin. Also ich bin noch lange nicht bei der Hälfte, aber so habe ich es im Endeffekt gemacht. Und das war übrigens auch das Spiel, meine ich, wo ich dann plötzlich am Ende der Welt gewesen bin. Ich meine, das war da. Und mitten auf der Straße plötzlich, mitten im Gras auf einmal stand und gesagt habe, wo ist die Straße hin? Und habe mich von außen so angeguckt und zurückgeguckt. Und da war das Ende der Straße wirklich, als ob das abgeschnitten war. Ich weiß nicht, ob es da ein DLC zu gibt, dass man dann da weiterfahren kann, keine Ahnung. Aber ich habe wohl die Abfahrt verpasst. Bin dann immer weitergefahren. Und das Navi hat mir dann auch immer angezeigt, ich soll weiterfahren, ne? Weil ich ja irgendwann mal drehen soll. Und dann, oh, Alter, bremst doch mal. Ja, die machen ihre Scheiße, ey. Und nein, mein Auto soll bremsen. Ich war zu schnell in der Kurve. Und ich stimme dafür dann quasi immer hinterher. Hab aber schon gesehen, dass ich drehen soll. Nur ich hatte halt noch nichts zum Drehen, weil das war die ganze Zeit eine gerade Strecke. Und ich denke, kann doch nicht sein. Irgendwo muss ich doch mal drehen. Und dann war ich auf einmal aus der Strecke quasi, aus der Welt raus. Okay. Dann habe ich da gedreht und musste dann die 15 Minuten oder was wieder zurückfahren. Das war dann ziemlich ärgerlich, muss ich sagen. Also wenn ich das nochmal habe, muss ich irgendwie gucken, ob ich auf der Straße drehen kann oder als Geisterfahrer oder sowas. Also das ist echt ätzend. Die Kommentare im Fernbus-Simulator, die sind manchmal echt cool. Der eine, der sagt mir regelmäßig, erzählte mir irgendwas von wegen, ob ich den Film ob ich den Film mit Sandra Bullock, glaube ich, sagt er so. Speed, ja, Speed. Ja, aber so sagt er das ja nicht mit dem Namen. Ob ich den Film mit Sandra Bullock irgendwie zu oft geschaut habe? Weil ich dann da so mit Highspeed unterwegs bin und alles. Ach, ich soll wiegen mich. Ich fahr weiter, ich hab keine Lust. Oder wiegen, ne? Nee, ich geh nicht wiegen. Ja, dann weiß ich ja, wie viel ich wiege. Aber dann kann man schlafen. Ja, doch, ich schwamme. Kann man noch tanken? Oh, nee. Wie kann ich hier pennen? Ja, ich kann hier nicht pennen. Da komm ich nicht hin. Oh, scheiße. Alter, das ist das Einzige, neben dieser schlecht programmierten KI größtenteils, also vom Fahrverhalten her, das ist das Einzige, was mich an diesem Spiel richtig nervt, dass das Navi plötzlich weg ist und du dann da, ich bleib mal auf dem Standstreifen dann, und du da nicht mehr siehst, wo du hinfährst. Ist hinter mir noch. Aber warte mal, ich blockiere also mal die Straße. Also ich hab so einen scheiß LKW raus vor mir, sonst könnte ich schneller fahren, aber ich... Ist das einfacher. Nur jetzt muss ich natürlich selber erstmal wieder Gas geben. It's the LAN. Stand da gerade. War jetzt keine schlechte Übersetzung oder sowas.
Nö. Oh Gott, wenn du nur kurz auf die Dinger guckst, sehen aber einige ziemlich pervers aus. Schleichwerbung! Was denn? Texas! Texas! Explore Texas! Das heißt doch so viel, wie dass man das DLC kaufen soll. Kaufen soll, ja. Ich habe ja schon, Schleichwerbung habe ich ja schon gescreenshottet. Ich weiß nicht mehr genau, ich glaube, es war im Eurotruck Schleichwerbung für einen American Truck, meine ich. Komm, ich bin mal so nett und lass dich hier mal auf die Spur drauf. Weh, du fährst mir rein. Weh, Junge, du bist viel kleiner als ich. Du wirst das nicht überleben, glaub's mir. Live here. Eat free. Hä? Und dann irgendwas mit Sweet for Rent oder sowas stand da. Ich hab jetzt nicht mehr. Ich war noch so verwirrt über den Satz davor. Ich hab den Rest nicht mehr gelesen. Hier kenne ich aber alles. Live here, eat free. Ne, live here, nicht live here. Und den Rest weiß ich nicht. Müssen wir mal gucken. Kenwood. Ha, schon wieder eine Schleichwerbung. Leute, was geht ab bei euch? Ihr könnt doch nicht einfach Schleichwerbung für eure Spiele, also für eure DLCs und so machen. Da war dieses Kenwood, also für diese Marke da, dass man die holen kann. Ja, für das Auto, für die LKW-Marke, ne? Ja. Ey, wenn ich jetzt hier nochmal, also da muss ich so tata, irgendwie anklicken, aber ich habe keinen gerade. Oha, ich habe es knacken hören. Ich hoffe, da schleicht nicht wieder einer unerlaubterweise rum. Ist er noch nicht im Bett? Doch, eigentlich schon. Boah, was ist mit dem scheiß LKW jetzt los? Jetzt fährt er auf einmal schneller. Der kriegt dich gleich, der kriegt dich gleich. Lutscher. Ich würde da nicht rechts reinfahren. Ich dich auch gleich. Du fährst hinter dem Meer und der brauchst ja davon, den wirst du nie mehr kriegen. Nee, aber was soll die Scheiße? Sonst fahren die immer so langsam, diese Kackdinger. Und jetzt... Ich will auch so 80 fahren. Wie 80? Ich fahr 103. Ich fahr 61. Wieso holst du mich da nicht ein, wenn du so schnell bist? Ich hol dich doch die ganze Zeit. So einen ganz kleinen Ticken hole ich dich immer ein. Ja, stimmt. Aber warum zieh ich? Ich komme in den Berg nicht richtig hoch. Jetzt fahr ich nur noch 100. Der wird immer langsamer. Hallo? Dann überhol mich mal. Du fährst mir zu weit rechts, die anderen können wenigstens mittig fahren, dann kann ich rechts an denen vorbei. Weil wenn du rechts nämlich die Kurve nimmst, dann ist die enger, wenn die nach rechts geht. Warte mal, nein, ich will dich doch gar nicht überholen. Ach, jetzt überhole ich den hier wirklich? Kleiner Penner, aber du bist schon wieder so komisch am Zuckeln hier. Nein, kommt der Butterfly-Effekt wieder. Aber ich weiß nicht, warum der jetzt gar nichts vom Teller zieht. Ist der im Arsch, der Motor, oder was, ey? Der wird immer langsamer. Oh, ich habe nur noch halb vollen Tank, aber ich will das nicht außerhalb der Autobahn machen. Was ist denn hinter mir so gummi am Blinken, hallo? Alter. Hab ich mich gerade erschrocken? Ich glaube, ich bin innerlich schon zu sehr auf dieses Let's Play eingestellt, was ich noch machen wollte. Warum? Auf einmal, ich weiß nicht, ob das durch Fernlicht war oder was, keine Ahnung. Auf einmal leuchtet hier rechts so ein schwebender Schädel auf einmal hell auf. Ich habe mich erschrocken, dass da irgendwas Halloween-mäßiges bei mir im Auto hängt, bis ich gemerkt habe, das ist mein Metallschädel, der da rumflattert. Hm. Jetzt will er schon wieder überholen, aber von der falschen Seite, da kriegst du den noch nicht. Ja, Feuerwehr ist vor mir, aber jetzt tritt die drauf auf einmal, ey. Die ganze Zeit fährt sie nicht, ey. Vor allem kackt jetzt meine Karre wieder ab. Was ist mit der, ey? Ja, pass auf, ich werde den jetzt hier ausbremsen. Nee, das Ding funktioniert nicht mehr. Der scheiß Tempomat oder was? Was ein Scheiß, ey. Der hat schon Angst, weil er von zwei Trucks hier eingekesselt wird. Nein, nicht nach rechts! Bist du bescheuert? Du siehst doch, dass ich hier gerade fahre. Ja, du kannst ja fahren. Ich fahr nach links, schnell! Ich fahr in der Mitte fast. Ja, ist klar. Jetzt geh nach links, Mann!
Ganz da links oder was? Ich fahre dir gleich rein. Ja, das macht doch. Ich bin ja viel schneller als du. Du kannst mich mal. Alter. Der sieht, dass ich von rechts komme und zieht extra rüber auf meine Spur. Ja, meinst, ich will dich überholen. Ich fahre hier schon die ganze Zeit ohne Gas. Kannst du mal Gas geben mir? Ich hab Vollgas hier. 65, mehr geht nicht. Diese scheiß Limitierung an diesen Kackkarren, ey. Danke, jetzt bist du mir reingefahren. Also gerne geschehen. Guck mal, ich kann diesen scheiß Traktor noch nicht niemals überholen, ey. Weil der irgendwie mit 80... Der fährt die 80, diese Scheißkarre da. Ich weiß auch nicht, warum du sowas wie ein Tempomat einstellst. Ich hab kein Tempomat. Also es geht ja... Der Tempomat ist ja nur zum... Dass du nicht permanent Gas halten musst. Nicht Thermomat. Aber das, der Tempomat. Ist auch ein Thermomat. Oh, die machen Schaden, scheiße. Alter, du ziehst nicht nach vorne. Der, jetzt bin ich wegen euch hier wieder komplett runter vom Gas. Nein, das meinst du nur. Und jetzt habe ich auch noch Schaden, weil ich gedacht habe, das wären diese komischen Pinölchen. Aber das sind nicht diese Pinölchen, die du so hinstellen kannst, sondern die machen Schaden, die Scheißdinger. So, sehr schön. Der war jetzt auch so komisch am Ruckeln, dadurch konnte ich ihn ein bisschen ausbremsen. So nicht. Nur weil mein Freund wieder das letzte Pferd hat, ist es ja noch lange nicht, dass ihr uns hier alle blockieren müsst. Ja, ja. Ich brauche einen Kaffee, sonst halte ich das nicht mehr aus mit dir. Ja, ich hätte mir für heute Abend auch Kaffee machen sollen. Und morgen gibt's dann auch Trine. Ach, scheiße, ja, morgen ist ja... Oh. Ich habe auch keine Lust. Nein, das Blöde, was, also, was ich halt doof finde an Trine, dass sich das so zieht. Ja, aber ich will ja schon fertig spielen, damit man das abgeschlossen hat. Ja, ja, aber wenn ich mir, ich habe das ja mal verglichen. Ich habe dir doch gesagt, wo wir sind. Wir haben noch nicht mal ein Drittel oder so oder noch nicht mal ein Viertel, ich weiß es nicht mehr. Und wenn du überlegst, wie lange wir schon am Spielen sind. Ja, aber eigentlich ist das auch positiv, dass das Spiel so lang Content hat, finde ich. Nee. Ja, doch. Überhaupt nicht. Also alles spielt doch einfach nicht. Nee, aber alles bis 20 Stunden ist noch okay. Da weißt du zumindest, dass irgendwo ein Ende kommt. Jetzt kommt natürlich noch unsere eigene Doofheit dazu, weil wir dann für die Rätsel wahrscheinlich was länger brauchen. Wahrscheinlich kriegt man das schon mit 20 Stunden hin. Ja, wenn du genau weißt, was du wie wo machen musst und das ein paar Mal trainiert hast. Also ich habe da auch welche gesehen, wo ich das mal vergleichen wollte, wo wir in etwa sind, ne? Habe ich auch welche gesehen, die das in relativ kurzer Zeit durchhaben. Aber du kannst mir nicht erklären, dass die nicht wissen, was sie tun. Also die haben das schon, keine Ahnung, 5-mal im Stream gespielt oder so dann zu einem Zeitpunkt. Und die wussten dann auch hundertprozentig genau, was sie da tun. Ich habe mir da mal 10 von angeguckt beim kurz Durchspulen, um zu gucken, wo wir ungefähr sind. Die haben das ja alles viel schneller. Also die sind in 20 Minuten durch Kapitel durch, wofür wir eine Stunde gebraucht haben und so Scherze, weißt du? Und das kannst du nicht machen, wenn du das Spiel nicht kennst. Ganz ehrlich. Ich meine, ich weiß, es gibt YouTuber oder auch ja, Streamer wahrscheinlich auch, die dann gerne mal so tun, oh, sie machen das beim ersten Mal und oh, habe ich ja gar nicht gewusst und sind dann da durchgerascht in kürzester Zeit. Aber... Never ever. Also du kannst noch so gut in solchen Spielen sein. Ne. Auch gerade so Sachen wie jetzt zum Beispiel Trine, wo ja, du natürlich geht noch andere doch darüber, Sachen hast. Ey. Würdest du recht zu überholen? Ja, will er. Er sagt nichts. Er lässt mich einfach fast reinfahren. Hallo? Ja, weil der ist rübergezogen, der Penner. Ja, dann sag doch wenigstens. Schatz, Vorsicht. Ich nehme dir jetzt gleich die Vorfahrt. Also Vorfahrt ist gut. Ich schneide dich jetzt gleich. Wieso schneidest du mich? Ich schneide dich ja, weil ich die ganze Zeit auf der Überholspur rechts... auf dem Standstreifen rechts fahre. Für mich weil ist das du blendest mich die ganze Zeit mit deinem Fernlicht. Meine Fahrzeit ist taghell. Ich mache jetzt mal mein Fernlicht aus. So, weil es wird hell. Oh, jetzt muss ich wieder vom Gas runtergehen, weil der Kerl nicht fährt. Hallo, ich habe konstant 65. Ich fahre nicht schneller, nicht langsamer gerade. Das ist zu wenig. Ich fahre 103 und ich bin vom Gas immer wieder runter.
Ach, die hat ja wieder keinen mit. Ja, das passt, aber das ist das Gleiche. Aulet. Dann ist der Wahnsinn vorbei. Dann brat ich. Nein. Was? Babys Ei. Ich mach gleich meine Rundumleuchte an, wenn du noch mehr weg hast. Wer meckert denn? Du. Das Einzige, worüber ich zwar nicht mecker, aber mich wunder und was ich immer wieder ätzend finde, ist, dass du immer wieder diese Ruckler nach hinten machst. Also, ja, ich sag doch, das ist, da habe ich aber, wenn ich hinter dir erfahre, auch. Ja, das muss irgendwie an einem Server liegen, weil das habe ich noch nie gehabt im Einzelspiel. Nein, das hast du nur bei Serverfahrten. Ja, vor allem der hier ist jetzt gerade auch wieder vorgesprungen und dann bremst er wieder dieses scheiß PKW hier. Ja, das hatte ich mit einem LKW vor ein paar Tagen. Das war richtig toll. Oh, was machst du jetzt? Ich habe den mal ein bisschen ausgebremst. Du hast den weggeklatscht. Nee, ich habe ihn nicht berührt. Doch. Er hat eine Vollbremse gemacht. Nein, aber so richtig. Mein Trailer hat gesagt nein. Doch. Autoteile hier rechts. Oh, das wäre ein schönes Autoteile, Bild. Nee. Nee, Schrottplatz ist das. Ja, was glaubst du, was Autoteile sind? Autoteile sind Autoteile. Warte, wenn wir jetzt gleich eine Gerade kurz bekommen. Also musst du jetzt tanken oder musst du nicht tanken? Ich würde dann auch gleich tanken. Ich das mal im Ausstellen. Ja, wie gesagt, also jetzt bin ich nicht mehr Hälfte, jetzt habe ich nur noch ein Drittel. Ja, habe ich auch nur noch. Also achso, und ich bin rot, ich muss Kaffee holen. Wir müssen mal gucken, wo die nächste Tankstelle ist. Ich bin rot, ich muss Kaffee holen. Okay, also ich kenne das, wenn man sagt, ich bin blau, ich sollte mal Kaffee trinken, aber... Ja, wie gesagt, ich will eigentlich nicht runterfahren. Ich will eigentlich... Ja, aber sonst, wenn wir liegen bleiben, haben wir auch nichts gewonnen. Nächstens was zum Reparieren und zum Schlafen, aber ich sehe keine Tankstelle gerade. Hier, Vorsicht, ich fahr rechts vorbei, ne? Da ist keine Tankstelle bei. Eine größere Kartenansicht gemacht, aber ich sehe auch keine. Keine Karte? Das ist schlecht, wenn du sie noch vergrößert hast. Ja, nee, also dass mehr drauf geht auf dem Ausschnitt. Provo. Hier rechts ist ein Bild, das habe ich schon gemacht. Das hast du mir schon mal gesagt, dass du das gemacht hast. Du bist Provo. In Provo warst du. Und hast provoziert bestimmt. Das war aber sehr provokant von dir. Wolltest du mich provozieren? Ah, ja. Ich habe gerade schon wieder nicht nur noch die Hälfte gesehen, weil ich einschlafe gerade. Du musst mich unterhalten. Du musst mich unterhalten, damit ich nicht einschlafe. Wir machen jetzt, Frere Jacke. Hey, du musst mitmachen. Du bist doof. Nee, du bist kacke, musst du nicht sagen. Aber egal. Du bist kacke, ja. Super. Das würde sich wenigstens reimen. Okay, wir machen was anderes. Was einfaches. La. Alle meine. Oh, das war mein Fernlicht, scheiße. La. Oh Gott. Le. Lu. Oh, meine Hand wacht gerade auf. Der. Mann, oh, im Mond. Mond schaut zu. Wie die kleinen Gameplayerin schlafen. Drum schlaf du nicht. Naja, ich schlaf nicht, ne? Besser nicht. Nein, nein, ich bin an die Feststellbremse gekommen, scheiße. Ich wollte eigentlich weiter hupen. Dann bin ich irgendwie hier unten anscheinend hängen geblieben mit dem. Aber wenn das so weitergeht, dann habe ich gleich einen schwarzen Bildschirm. Ich bin schon tiefrot. Jetzt weiß ich, wo hier diese ganzen Bremsspuren herkommen.
so. Oh, guck mal hier rechts. Das ja, ist das andere Spaßbad. Oder ist das das gleiche Spaßbad? Ich bin mir nicht sicher. Ey, jetzt rauscht der hier wieder ab, nur weil ich so doof bin, eine Feststellbremse ausversehen. Wer legt die auch bitte auf Space? Das ist die Taste, wo du am meisten dran hängen bleiben kannst. Der macht auch eine Feststellbremse mitten in der Fahrt an. Das macht ja keiner. Ja, hat aber richtig gut funktioniert. Ich war fast die Hälfte der Geschwindigkeit, glaube ich, runter. Oh, jetzt guckt mich mein Metallschädel schon wieder so durchdringend an, als würde er sagen, ich hab's dir doch gesagt, niemals die Feststellbremse. Nein, ich bin hier runtergefahren. Fuck. Gefahren oder gefallen? Fahr rückwärts, ich blockiere die Spur. Warte, da kommt noch ein Auto. Ich bin aber noch nicht ganz da, Moment. Dreh einfach. So. Kommt ein Auto, denk dran. Ich wollte schon immer mal Geisterfahrer sein. Ja, habe ich ehrlich gesagt zuletzt schon gebracht, dass ich das bin. Nein, so, ich hab Vorfahrt. Aua. Aua. Ja, geil. Er hat mich irritiert hier mit seinem scheiß PKW-Trickster. Nein, so, ich hab Vorfahrt. Aua. Aua. So kann man das natürlich auch nennen. F dich. Was hupst du hier so rum? Hier ist der arme Epilogist. Ich wollte runterfahren wegen dem Foto. Da ist ein Foto da unten. Scheiße, das hab ich nicht. Ich auch nicht. Wo ist das denn? Ja, jetzt kannst du nicht mehr. Wir können hier rausspringen aus dem Fahrzeug einfach. Ach genau, da fahren wir Geisterbahn zurück. Genau. Das könnten wir theoretisch machen. Aber habe ich keine Lust drauf. Time to say goodbye, stand der gerade. Das ist wieder so teuer jetzt gewesen, diese Scheißaktion. Drecks. PKW, der mir da reingefahren ist. Das kostet mich wieder hier Millionen. Du bist doch gegen die Bande und nicht gegen den PKW. Ne, der PKW ist auch noch in mich reingefahren. So nicht, mein Freund. So nicht. Aber ich sehe immer noch keinen Tank. Jetzt ist mein Bett knallerrot und der Tank ist gleich auch rot. Ja, es geht ziemlich runter. Ich weiß natürlich nicht, was jetzt draußen gewesen wäre. Ja, wie gesagt, sonst müssen wir wirklich mal kurz nicht abfahren hier. Sonst müssen wir kurz mal gucken, ob wir mal anhalten und die Karte aufmachen, wo der nächste Tanke ist. Weil wenn wir nämlich das verkacken und bleiben liegen, dann kannst du dich nur abschleppen lassen und dann ist, glaube ich, das gelaufen hier. Dann ist diese World of Chat-Dinger kannst du das nicht machen normalerweise. Was aber trotzdem lächerlich ist, muss ich ganz ehrlich sagen. Geradeaus kannst du dich reparieren. Warte mal, hier kannst du dich reparieren lassen und schlafen zumindest. Sollen wir da mal hinfahren, oder? Habe ich zwar kein Benzin für, aber wenn du da irgendwo rauskommst. Kommt man hier überhaupt raus? Nee, da kommst du gar nicht raus. Oh, komm, vergiss es. Aber da kannst du schlafen, bei der Wiegestation. Ja, das wollte ich ja eben auch, da ging es. Ja, aber ich könnte es überfahren, aber ich schlaf mal eben. Oder für mich. Ich könnte es überfahren, aber ich schlaf mal eben. Oh, das war, glaube ich, ein bisschen falsch. Ich hab mir einen Kaffee geholt. Ja, fahr doch direkt in den fast stehenden LKW rein, du Idiot. Oh, das ist geil. Der hinter mir hat jetzt auch die Warmblinkanlage angemacht. Nur weil ich jetzt so ein bisschen quer... Fahr einfach. Fahr. Wo bist du denn? Ich komm gerade angerauscht. Jetzt überhole ich dich. Ja, soll's ja auch. Ach so. Aber hier ist eine Tanke. Sollen wir da eben runterfahren? Hier oben. Links einfach nur. Links können wir tanken. Achso, da links. Ja, da müssen wir aber rechts raus, Ding drin. Nicht nach links. Ja, rechts raus und dann links abbiegen. So, Frage. Ah ja, doch, da kannst du links. Ich habe gesehen, wie du das Stoppschild überfahren hast. Warte mal, wo geht's denn hier lang? Das ist so komisch hier.
Ja, geradeaus noch, ne? Ja, einfach geradeaus und dann auf der rechten Seite kommt das gleich. Da hinten rechts, die ist rosaner. Truck Works. Oh, 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 ich guck da zu sehr drauf. Kann man von... Ja, von da kann man da rein, ne? Oh, ich bin verkehrt rumgefahren, aber nicht schlimm. Ich bin nur immer am Bezahlen hier, ey. Tank bezahlen, Kaffee bezahlen. Das sagt er irgendwann über mich auch mal. Gamepill bezahlen. Kann man denn hier rausfahren? Kann man da vorne rausfahren? Dein Ernst, fast 500 Euro, ey. Nur wegen ein bisschen. Ja, yeah, ich auch. Wolltest du noch reparieren? Nee, musst du noch schlafen? Weil hier kannst du auch noch schlafen. Nee, hab ich schon. Oh, ich komm, also beziehungsweise klar. Kaffee holen. Wo fährt der denn hier rum? So geht das nicht. Oh ja, jetzt bleibt mitten auf der Straße stehen, genau. Dann die dummen Arschlöcher, die hier einfach vors Auto fahren, obwohl ich Vorfahrt habe. Wag es dich jetzt nicht, hier reinzufahren, Junge. Wie fährst du hier? Links rum. Links rum und dann geradeaus, links raus. Das ist eine geile Verkehrsführung hier. Frag mich nicht. Ey, wer hat sich sowas einfallen lassen? Wieso machen die so scheiß Verkehrsführungen? Der war aber nett, der hat mich vorgelassen, der Truck. Hatte jetzt nicht viel Wahl, aber... Ja, du hast ihm einfach die Vorfahrt genommen, ne? Das ist mir doch klar. Nein, sowas würde ich nie machen. Nein, du doch nicht. Ja, genau! Alter. Er ist wohl in mich reingefahren. Das will mir eine teure Fahrt, da muss ich ja viel reparieren, ey. Ja, wir hätten eben reparieren können. Nee, ich will am Ende reparieren, ich will wissen, was ich da für eine Scheiße am Ende hab. Weil der Truck war komplett heile, der hatte... war komplett repariert. Jetzt nicht mehr. Nee, jetzt ist er ja schon überall rot, der hat wahrscheinlich gleich wieder irgendwelche Ausfälle. Oh, stopp, wir müssen hier rüber. Sag es nicht, du beschwörst das nur. Abbiegen, denk dran, ne? Also. Dabei hättest du geradeaus. Nee, warte mal, es wäre dann quasi hier. Links könntest du dich reparieren. Aber wenn du jetzt nicht irgendwie Ausfälle hast von wegen Motor oder so, weil das kann natürlich auch. Noch nicht, das kommt ja dann immer irgendwann. Ja, das kommt niemals, bevor du es dann noch reparieren kannst. Das kommt immer so random. Aber wir haben noch 600 Meilen, das werde ich ja wohl schaffen. 10 Stunden, hallo? Ja, 10 Stunden, aber 600 Meilen. 1000 Kilometer. Hm. Stimmt, du hast ja die Kilometerangaben dran. Ja. Ich bin nun mal Deutsch, ich kenne mich mit Meilen und den ganzen Kram nicht aus. Aber fährst du in Amerika rum, ne? Hallo? Ja. Und? Wenn ich mit einem deutschen Truck im Ausland rumfahre, muss ich dann da auf Kilometer achten, oder? Das ist aber kein deutscher Truck, den du da hast. Hallo, du hast ja keinen deutschen Truck. Doch, ich bin eine deutsche Firma, die sich hier ansässig gemacht hat. Die sich ansässig gemacht hat. Ansässig gemacht, das hört sich gut an. Das hat mich auch geholfen. Das kauft mich auch, tut dir Deutsch. Ja, ne? Ja. Das ist wie das Imbissdeutsch, das kennst du doch, ne? Er war die Schaschlik und ich die Pommes. Genau. Nee, er ist das Schaschlik so. Deutsch. Rechts jetzt nochmal schlafen können, aber das hasst der. Der überholt dich, pass auf. Den siehst du bestimmt gleich wieder nicht. Das ist der Grund, weshalb ich niemals auf einer Spur fahre. Ich brauche meinen Platz. Ich will nicht, dass die mich überholen. So nicht. Nicht mit mir. Du sollst
sollst keine Nebenbuhler neben mir haben. Du sollst keine Trucks neben mir haben. Es sei denn, du bist derjenige, der daneben ist. Also am Überholen ist. Dann ist es okay. Truck hat schon 1400 Meilen. Auf dem Buckel. Auf dem Buckel. Ist aber noch nicht viel rumgekommen. Nee, der ist auch noch sehr neu. Den habe ich erst neu gekauft. Achso, ich wollte noch mal gucken, wie in dem Motor. Ich weiß jetzt nicht mehr, welches Level ich hatte. Dann erst so ab Level 21 wieder so richtig was Geiles machen. Und ich habe ihn erst Level 15 oder so. Keine Ahnung. Schlafen. Ja, aber will ich aber nicht. Will ich auch nicht. Dann weiß ich, wie schwer ich bin. Klau mir nicht meine dummen Sprüche. Mann, ey, mein Typ hat nur 870 eingenommen. Nee, meiner hat zuletzt 700 eingenommen, wo ich erstmal gedacht habe, ey. Alter, was holst du dir für Aufträge? Ja, vor allen Dingen. So. Ja, genau. Ey, weil ich am Hupen bin, bin ich jetzt von der Fahrbahn abgekommen, weil dieser blöde Penner, genauso wie dieser Truck, wo ich jetzt extra reinfahre, einfach so in mich reingefahren ist. Ich sehe schon, da kommen die Gameplayer dann später wieder $25.000 Reparaturkosten. Ich fahre weiter, ne? Ich müsste mich eigentlich wiegen. Oder? Ja, ganz ehrlich, das sehe ich da nicht ein. Wie beschissen kann man eine KI bitte programmieren? Da werde ich wirklich aggro bei dem Spiel. Du fährst extra auf der linken Spur, um den zu überholen. Ich war noch nicht mal über zwei Spuren in dem Moment. Ohne Blinker, ohne alles, zieht der wie wild auf meine Spur drauf. Beide. Den ersten habe ich noch angehubt. Das war allerdings ein Fehler, weil dadurch bin ich dann dummerweise ein Schild reingefahren. Du musst rechts vorbeifahren. Der LKW und die Autos sind hier... Ist aber leichter Berg. Ich weiß nicht, ob ich das. Ah, doch. Pass auf, der kommt. Boah! Was ein Pisser! Genau so ist der nämlich bei mir eben gefahren. Weil der raus. Ja, gut, bei dir will er wenigstens raus. Aber bei mir ist der einfach so auf die Überholspur gefahren. Kann sein, dass der beim Rüberziehen eventuell geblinkt hat, das weiß ich nicht. Aber davor hat er nicht geblinkt und ist einfach so zack rüber. So kurz bevor ich den überholen konnte, mich geschnitten, weißt du? Genau wie das verpiepste Auto davor. Wir müssen gleich rechts raus, denk dran. Wenn du überholst, rechte Spur. Zum Schwingen den Bremsen. Ne, wir müssen nicht raus, wir müssen... Hä? Ach, das ist nur wieder so beschissen gemacht. Oh. Ja, ich dachte auch, dass wir raus, aber das ist nur geradeaus eigentlich. Ja, manchmal verstehe ich das überhaupt nicht irgendwie. Der war jetzt mal perfekt überholt. Oh, bis auf dass ich dauernd vom Gas runtergehen muss, weil du so in mich reinruckelst. Nein, ich mach gar nichts. Das ist der Tempomat. Nee, das Oh, pass auf, Baustelle. Oh, scheiße. Oh, ich muss im Grün fahren. Ich bin rechts über die Spur dran vorbei. Ja, ich bin über den Mittelstreifen. Ja, meinst du nicht, dass ich dich gesehen habe, wenn du direkt vor mir fährst? Hast du meinen Staub gesehen? Ja, das auf jeden Fall. Guck mal da links. Warum? Weil da ganz viele Autos abgeschleppt werden. Nein, das sind wahrscheinlich Neuwagen oder was, keine Ahnung. Ich habe jetzt nicht so... Ja. Was sind das hier rechts? Ach du Schande. Irgendwas Agrarwirtschaftsmäßiges nehme ich mal an. Ja. Konntest du nicht. Da ist ja auch in Shelley. Sind wir hier in Shelley.
Ich dachte Shelby. Guck mal da hinten, dieses, das sieht aus wie so ein Einkaufszentrum da links. Was ist das, wo ich jetzt als erstes an eine Kirche gedacht habe? Naja, oder so eine Schule vielleicht irgendwie oder sowas. Ja, deine Universität. Oh, rechts ist. Oh, jetzt ein Unfall. Scheiße. Achtung. Oh. Rechts vorbeifahren geht? Ja, Moment. Wenn ich jetzt schon bremsen muss, dann muss ich davon definitiv mal eben ein Foto machen. Also fahre nicht zu schnell weiter. Oh, jetzt muss ich auch noch langsamer fahren. Ja. Gib mir meine Fotokamera, mach endlich hinne. Ich will ein Foto machen, das geht nicht bei dieser Geschwindigkeit. Ich fahre jetzt genau mit 50 Meilen weiter. Was ist das? Wieso steht hier ein Panzer oben drauf? Dann ist es eine Armeekaserne wahrscheinlich. Das ist doch keine Kaserne. Doch, könnte sein. Die sind oft in so alten Gebäuden. So schade, dass man das nicht mit normaler Helligkeit fotografieren kann. Was wird hier langsam wieder dunkel? Oh, weg ist er hier. Bring Sally an. Los. Fahr. Da hinten sind die ersten Idioten schon wieder an deinen Kofferraum am Dringen. Ja, sag doch, dass du wieder da bist. Nein, nicht du, ich. Also mein LKW. Oh, jetzt hab ich beschleunigt, weil ich dachte, du bist wieder da. Hast du da das Video angeguckt? Das habe ich schon gehabt, ja. Das war von Idaho Falls. Ah, das war das mit dem... Ja, mit wo dem, wir im Dunkeln das geguckt haben. Da habe ich den... Hä? Da habe ich das Foto angeblich nicht von. Das ich fahre da mal Foto? Kurz runter. Fährst du da jetzt runter? Ja, aber ich komme sofort wieder. Ich muss nur mal kurz... Och, ey, Mädel. Dann fahre ich mit 30 weiter. Hallo, geht es noch, Junge? Alter, ich will dir ein Bild machen auf der Kreuzung und du fährst mir hier voll in die Karre. Ich wollte nicht speichern, ich wollte Fotomodus machen. So. So, da. Jetzt hat das nicht angenommen. Willst du mich jetzt... So. Und jetzt hau ab. Ach, der ist schon zurückgesetzt, oder was? Oh, guck mal. Die Wütendheit siegt. Ey, der ist mir mit Vollgas in den LKW rein und ich bin wirklich auf die Kreuzung geschlichen. Ich habe vorher noch so ein bisschen nach links geguckt, da kam keiner. Hab dann nach rechts geguckt, war dann am Bremsen, hab fast gestanden... Und der ist mir mit Vollgas mal eben in die Karre rein. Ich glaube, betagt. Ich bin jetzt wieder auf der Autobahn. 40 hier oben, ey, weil sie nicht kommt. Wie gesagt, ich bin wieder auf der Autobahn, aber dich sehe ich noch nirgendwo. Also mein Tempomat ist genau auf 40 eingestellt. Hier nicht so rum, gibt Gummi. Ey, wie lang bist du hier? Wie weit bist du hier weg? Ich bin ja erst jetzt schnell 100? Noch weiter. Na, ich fahre 40, das heißt, das sind so ungefähr 60. Der Gegenspur knubbeln sich schon wieder die LKWs. Ich will es jetzt nicht beschreien, aber ich könnte auch gleich was kriegen. Oh, bei uns im Flugzeug. Und jetzt kannst du was kriegen. Dass plötzlich was ausgeht. Wegen diesem Vollidiot, der mir gerade frontal von der Seite, genau. ich dachte gerade zuerst, ich sehe dich, aber das ist... Bist du nicht. Liegestation auf der rechten Seite. Halt die Klappe, sonst fahre ich da nicht dran vorbei. Ja, ich konnte vorbeifahren. Ich kann immer vorbeifahren. Es ist zwar rot, aber... Deshalb kriegst du immer so wenig Geld. Nee, ich hab normal Geld.
Bleibt nur mal so wenig übrig, wenn ich die Schäden bezahlen muss. Mhm. Ah, warte mal, ich sehe deinen Namen. Also zumindest einen Strich vom B. So, ich gehe jetzt in eine große Kurve mit so einer komischen Kuppel hier rechts. Ja, da war ich auch eben, aber so ein Stück. Ich sehe schon die Hälfte von deinem Namen. Ach, du bist nach der Linkskurve. Und wieder Kreditkartendaten abgehoben, ey, das ist doch immer nur bezahlen, ey. Ja, das ist schlimm. Normalerweise jeden Monat das gleiche, aber hier ist es irgendwie viel öfter. Ja, jeden Tag ist hier. Alter Ernst, das sieht so aus, als ob ich dich gleich eingeholt habe und dann fährst du mir trotzdem irgendwie wieder davon. Ja, ich fahr 40 nur, also du musst mich nochmal einholen. Ah, warte mal, ich glaube, ich sehe deinen Truck. Du bist an einem grünen Schild gerade eben vorbei, ne? Ja, an dem Bodybetten sind bei, bin ich gerade vorbei hier. Was für Betten? Soll ich schon mal drauf treten? Ja, dreht schon mal Weil drauf. Weil hinter mir kommt so ein scheiß gelber Truck, der mich überholen will sonst. Ja, dann fahr auf die mittlere Spur. Kann er dich nicht überholen. Da ist die Gameplan, die britzelt gerade ran. Ja, ich muss nur voll auf die Bremse drücken jetzt bei dir, aber dafür bin ich vor den anderen. Die können mich jetzt erstmal nicht wieder überholen. Ja, ich habe eher was gesagt, dann hätte ich eher beschleunigt. Jetzt muss ich erstmal wieder auf meine Geschwindigkeit. Ich habe vor der Kurve gesagt, du sollst beschleunigen, dass ich dich schon sehe. Oh, 60 Meilen, 61 Meilen, 62 Meilen und 63 Meilen, 64 Meilen, 65 Meilen. Das war's. Oh, meine Stimme. Gameplayerin holt auf. Die pirscht sich ran. Ja, ich hab wieder bergauf. Hm. Ja. Auf 388 Meilen. Das Problem ist, ich will dich ja nicht überholen. Ja, warum? Überhol doch ruhig. Weil ich immer so schöne Unfälle sehe, wenn du vor mir fährst. Ja, ja, klar. Die sehe ich bei dir immer. Nee. Wenn ich aufgenommen habe, dann habe ich immer schöne Unfälle gesehen, wenn du oder Fabian vor mir wart. Fabian macht immer nur die Böschungssachen hier, diese. Nee, der nimmt doch gerne Schilder oder mal Autos mit. Ja, genau. Ist auch gerne im Gebüsch. Ja, das, ich weiß nicht, vor wem er sich da versteckt hat. Oder wir haben zu oft im Wagen vor mir gesungen vorher. Ich weiß es nicht genau. Er sagt ja auch, ich fahre die nächste Abfahrt raus, dort werde ich mich verstecken hinter irgendwelchen Hecken. Hecken? Ja, das hat er ja gemacht. Ja. Aber er ist nicht rausgefahren, er ist direkt in die Hecke gefahren. Und dann, verdammt, dadurch komme ich zu spät nach Haus. Aber was er nicht verstanden hat, ich komme auch zu spät nach Haus, weil ich sehe ihn dann, oh oh. Sag dir nicht, was gerade bei mir gestanden hat. Was stand denn da? Wenn ich irgendwann ungebremst auf dich drauf fahre, dann weißt du, was es war. Achtung, die fahren sehr langsam, die Trucks hier. Ich weiß nicht, was die hier machen. Die halten hier an oder so. Ja, das habe ich schon mal öfter. Mitten auf der Autobahn halten die plötzlich an. Also, was das für eine Programmierung sein soll, habe ich auch nicht verstanden. Ja gut, einer ist wohl eingeschert von der Seite und dann bremsen alle wie bekloppt irgendwie. Ja, aber der vordere war ja auch am Bremsen. Ja, ja, das...
Vielleicht sind das so diese kleinen Teufelchen, die die da eingebaut haben. Das ist der eine, der bremst die alle aus. Boah, das ist so ätzend, wenn ich dir so nahe komme. Weil dann ruckst du wieder nach hinten, dann muss ich wieder vom Gas runtergehen. Boah, bin aus meinem Flow raus. Ich habe übrigens zuletzt auch beim American Truck wieder Lost Places fotografiert. Aha. Man auch hier. Guck mal, über dir ist ein Helikopter. Kann sein, dass da Unfall ist. Da ist wahrscheinlich ein Unfall jetzt wieder, wa? Jo, ich stehe näher am Rand. Da, ja. Sei es am Rand nicht, die stehen mitten auf der Straße auf der einen Seite. Ob das ein Unfall war, weiß ich nicht. Vielleicht haben sie versucht, den zu kriegen. Kann auch sein. Weil die den so eingekesselt haben irgendwie? Mhm. Und da ist keiner in Flammen aufgegangen oder nichts gecrasht oder so? Und zwar halt nur einer, ne? Das ist mit einem dann so ohne Leitplanke in der Nähe, ist das vielleicht dann eher kein Unfall. Ja. Muss hupen, vielleicht fährt der vordere dann schneller. So, du bist total weit weg von mir aus gesehen. Nee, ich bin direkt hinter dir. Denkst du aber? Ich sehe dich ja. Ich will nicht zu nah ran, weil dann ist wieder das Problem mit dem, dass ich ständig bremsen muss, wegen dem Geruckel. Ich verstehe nicht, wie man sowas in Multiplayer einbauen, in Anführungszeichen, kann, dass der dauernd am Ruckeln ist. Also, bald du mit jemand anderem fährst, ist mir das ganz extrem aufgefallen, dass sie immer am Ruckeln sind. Irgendwann fängt das dann an. Anfangs kann es so normal sein, aber irgendwann fängt das dann an. Und ansonsten, wie gesagt, die normalen Autos, boah, jetzt sitzt mir fast im Motor drin, die normalen Autos, also der vorne das Auto ruckelt auch. Bei den normalen Aufträgen habe ich das noch nie gehabt, dass die ruckeln. Also ist mir zumindest so nicht aufgefallen. Vielleicht mal ein kurzer Ruckler oder so, ne, dass der mal geladen hat oder so. Und ja, bremst doch einfach, du Idiot! Bei diesen Online-Aufträgen war das immer, dass die, dass irgendeiner da geruckelt hat. Ja, jetzt habe ich den erschreckt, der Rote ist nicht mehr so schnell unterwegs. Welcome Achtung, to wir Montana. Müssen hier hochfahren und die Kurve drehen. Eine krasse ja, Drehung machen. Ja, ich wollte gerade schon hier rechts, weil das die Kurve ist, aber... Legt sich in die Kurven, kann er den Elchtest bestehen? Oh! Anscheinend nicht. Das war knapp. Für die Leitplanke mal nicht. Der macht dort nichts aus. Ich bin ein Assassine auf der Straße. Glaubensfahrt, wenn ich irgendwo auf die Autobahn drauf fahre, du. Einfach Blinker raus und rüber. Den hast du jetzt nicht verstanden, oder? Nein. Das war nicht. Kannst du den nochmal erklären, ihn langsam? Hast du... Ach nee, du warst ja noch nicht so weit gespielt. Kannst du dich an den Beitam, oder wie hieß er, erinnern? Den? Den Assassinen, der auch in... in Valhalla dabei war. Du meinst Basim? Nein, den spielst du ja. Ja, ja, aber einen anderen kenne ich jetzt nicht, ne? Ich meine, er hieß Beitam oder so. Der ist da wohl als kleiner Junge. Also ich habe das schon gemacht. Es ging auch um diesen Glaubenssprung und ich habe dann im Nachhinein irgendeinen Kommentar gelesen und da stand nämlich drin, dass er das wohl als kleiner Junge sein soll. Fängt an zu rechnen. Oh! Was ist das denn? Und der sagt da was Tolles zu ihm. Ich will dich jetzt aber nicht spoilern.
Nein, nicht spoilern. Ich will das ja noch spielen, nicht spoilern. Naja, guck mal, als ob du das noch anfängst zu spielen. Du hast das jetzt schon so lange. Ich hab's angefangen, ja. Ich habe ja 4 Stunden, wie gesagt, gespielt. Oder nee, 3. Oder 2. Oder 1. Weiß ich nicht. Ich habe ungefähr 30. Ja. Aber wie gesagt, ich bin durch bis auf das DLC. Also das mit dem... und diese Kammer, die du wahrscheinlich auch schon entdeckt hast, weil du da ganz am Anfang darauf hingewiesen wurdest. Die habe ich zwar entdeckt und habe auch die ersten 2 Sachen da rausgeholt, aber ich habe halt noch nicht alles, weil ich da noch mehr von diesen Münzen oder was das ist, einsammeln muss. Hast du denn auch mal deine Waffe verbessert und so weiter? Ja, klar. Aber ich muss sagen, am Endeffekt, also ich habe dann letztendlich doch die Ausrüstung von diesem Sand der Zeit oder wie das heißt genommen. Ja. Bis auf die Klamotten. Ich glaube, da habe ich was anderes genommen, dass ich zu 100%, wenn das voll ausgebaut ist, dass ich zu 100% weniger Lärm mache, wenn ich ein Attentat mache. Und da ich ja alles mit Attentat mache, mehr oder weniger. Also das, was ich kann. Die Feuerwerke. Fireworks in the sky. Wo bleibt denn die Gameplayerin wieder? Ich sehe sie nicht mehr. Ja, oh. Ich muss hier vorsichtig fahren mit dem Regen. Aber du bist noch vor mir. Als wenn du vorsichtig fährst. Ja, natürlich. Ich muss vorsichtig in die Kurven fahren und alles. Der hinter dir bremst gerade. Wirst du irgendwie langsamer? Jetzt überholt er dich. Pass auf. Weil du irgendwie vorhast, in die Kurven reinzugehen oder so. Er würde dich überholen. Er kann es nur nicht. Es ist wieder diese typischen Autofahrer, die es auch wirklich im Real Life gibt. Ne? Die setzen an. Jetzt ist er hinter dir. Die setzen an, versuchen dich zu überholen. Ich habe das schon gehabt. Da bin ich auf der Autobahn gefahren. Bin extra langsamer geworden. Und das Auto, was mich überholen wollte, was extra fast auf gleiche Höhe war, ist auf einmal langsamer geworden und hinter mir wieder reingefahren. Ich habe erstmal gedacht, wo hast du deinen Führerschein gemacht, Junge? Weil entweder schere ich aus, überhole einen und schere dann von mir aus vor dem wieder ein, ne? Also dieses normale halt, dieses normale Überholen. Oder ich fahre halt auf der linken Spur weiter, wenn rechts zu ist oder was weiß ich was. Aber ich, da kriegst du die Krise. Ich schere doch nicht aus, bin dann fast auf gleicher Höhe und bremse dann, um dahinter wieder reinzugehen. Und da war ja nichts, ne? Also da war jetzt keine Ausfahrt oder so, dass man jetzt irgendwie sagen könnte, es könnte daran liegen. Aber am geilsten sind immer noch die LKW-Fahrer, die mit gleicher Geschwindigkeit nebeneinander herziehen in doppelter Spur. Ey. Also im Real Life, aber hier auch oft genug. Wo mach dich doch mal vom Acker, Junge. Ich häng dir gleich im Kofferraum drin, so komisch, wie du hier am Haken bist. Er hat Angst vor mir, ist hier abgefahren. Schön. Es regnet nicht mehr. Es ist noch ein bisschen nass, aber es regnet nicht mehr. Schatz, hier ist ein Motel. Ich hab... Ah, ist das ein Angebot? Wenn du bezahlst. Das Motel oder was soll ich bezahlen? Ja, mich nicht. Hallo? Mal überlegst, alleine wie teuer so ein Hotel ist. Ich denke mal, diese Motels sind wahrscheinlich auch nicht viel günstiger. Ja, viel teurer denke ich mal auch nicht gerne an, umgerechnet, aber... oh Gott, etwas weniger als 3 Stunden. Juhu! Wir haben es bald. 2 Stunden 42. Meine Migräne wird immer schlimmer und meine Augen fallen. Ja, wir machen ja auch danach Feier nach der Runde. Aua. Oh, was ist das? Ey, Mann, ey. Das war dein schlechtes Gewissen. Es hat dich gebissen. Nein. Ich bin doch kein Schwein. Aber ich bin Jiminy, die Grille. Ach so. Aha. Und hast du auch eine Brille?
Auf jeden Fall habe ich spitze Zähne. Oh Gott. Pass auf, dass ich nicht gähne. Ja, nicht gähnen, sonst schlafe ich ein. Also echt ein. Das war aber kein echtes Gähnen, nebenbei bemerkt. Das unterdrücke ich die ganze Zeit. Was ist denn das hinter mir? Da ist, bist du das? Ja, ne? Ja. Nee, das ist ein zufälliger Truckfahrer mit einem... Fährst du da so Schlangenlinie oder was so? Nö, ich bin immer in der Mitte. Du fährst hier Schlangenlinien. Ach du Schande. Ich will mal einen Elchtest machen, ob man den umwerfen kann, den LKW. Stimmt, das geht mit Sicherheit. Gut, dass ich vom Gas runtergegangen bin, sonst hing ich dir jetzt im Kofferraum. Ja, ja. Kannst du nicht vernünftig fahren? Ich ja. Merke ich aber nichts von. Ja, weil du nicht gucken kannst. Ich habe hier so eine Actionkamera extra vorne installiert. Die nimmt das alles auf. Ich habe eine Dashcam. Nach hinten. Dann sieht man wenigstens, wie toll ich dir hinterher fahre und wie gut ich im Bremsen bin. naja, gut, bei 2 Stunden, glaube ich, brauchen wir jetzt nicht mehr tanken, oder? Also ich tank jetzt nicht und ich gehe auch nicht mehr schlafen, obwohl ich... Ach nee, nochmal eine Fahrzeugüberprüfung. Oder ich hole mir nochmal einen Kaffee eben. Warte mal, da ist doch bestimmt noch ein Kaffee. Ja, komm, ich halte... Nee, auf der Seite fahre ich nicht raus. Seite, so wie es aussieht. Ja, 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 das ist dieses komische... Obwohl, das hätte ich auch mal... Naja, nee, das ist scheiße. Hier immer noch, wenn du scharf abbremst, links rum, falsch rum auf. Ja, super. Ja, jetzt nicht mehr. Und dann mache ich meinen Truck kaputt oder was und dann habe ich noch mehr Schaden. Ja, da war ja keiner. Na, wenn ich das mache, dann ist aber immer einer. Ja, das stimmt, alle. Das ist mir auf der Autobahn öfter aufgefallen. Aus der Dunkelheit heraus oder auch teilweise, wenn es so halbdunkel ist. Im Hellen habe ich es jetzt so nicht gemerkt. Spawnt auf einmal ein Auto mitten vor dir auf der Straße, also auf der Autobahn. Das ist immer sehr negativ mysteriös in dem Moment. Das ist, weiß ich nicht, so Mulder und Scully mäßig, weißt du? Ja. Vielleicht fahren wir ja durch Bermuda-Dreiecke durch oder so. Das kann natürlich auch sein. Hier, Schatz, da steht oben 55555555. Und Hochspannungsnetz. Du darfst nicht an die Brücke kommen, weil das ist eine Hochspannungsbrücke. Aha. Du könntest elektrisch aufgeladen werden. Was macht der Saufkopf denn hier? Schläft sich sein Rausch aus oder was? Ja, ich wollte mal gucken, ob der schläft. Schon wieder eine hoch. Aber da konnte man jetzt nicht schlafen, weil das wollte ich mal gucken, ob der die Anzeige da bringt. Nein, nee. Nur weil die da stehen, heißt das nicht, das ist mir schon öfter aufgefallen, dass du da auch... Also anhalten kannst du schon da, nur du kannst nicht pennen. Das kannst du schon, aber das Spiel registriert das halt nicht. Ja. Das finde ich ja doof, weil eigentlich musst du jederzeit irgendwo anhalten können und... Ja, und das ist halt das, wo ich sage, das ist nicht realistisch. Ich meine, dass du nicht unbedingt auf den Standstreifen das registrierst, das kann ich noch nachvollziehen. Wobei ich dazu sagen muss, im Notfall müssen sie auch den Standstreifen registrieren. Weil, wie gesagt, ich hatte das schon mal bei einer Nachtfahrt oder halt sehr dunkel, dass da einer tatsächlich mit Warnblinkanlage rechts rangefahren ist, ein LKW-Fahrer. Ich denke mal, der war sowas von übermüdet, der kam nicht mehr woanders hin. Und das kann natürlich passieren. Also das können sie natürlich auch mit einer, keine Ahnung, 3%igen Chance einprogrammieren oder sowas, ne? Dass da mal einer steht. Mhm. Aber entsprechend müsstest du das theoretisch auch machen können. Zum Beispiel, wenn dein Bett komplett rot ist, dass du dann die Möglichkeit hast, wenn du dich hinstellst, dann halt den Schlaf nachzuholen. Also das wäre logischer irgendwo. Der zuppelt hier so rum. Keine Ahnung, was die hier eigentlich vorhaben. Nur noch 51 Minuten.
41 Meilen, glaube ich. 39 Meilen. Sowas will ich wieder fahren. So ein Tanker. Nee, ich will endlich mal so ein Teil wie das Haus oder sowas. Oder ein Schiff, das wäre total geil. Das habe ich ja, glaube ich, nicht aufgenommen. Das war ja die einzige, eine von wenigen privaten Fahrten, die ich nicht aufgenommen habe, wo ich dann was richtig Geiles hatte. Also die einzige, wo ich was richtig Geiles hatte, war eine von wenigen Privatfahrten, sage ich mal. Das ist natürlich immer schöner, finde ich, wenn du dann irgendwie im Koop aufnimmst. Mhm. Der ist Gemüse am Transportieren. Oder zumindest hat der Gemüse aufgezeichnet. Ob er die auch transportiert, weiß ich. Der kann natürlich auch Haschkekse oder sowas theoretisch drin haben. Ne? Die Autobahn ist gut. Die hat rechts und links Standstreifen. Das stimmt, ja. Da kannst du in der Mitte auch überholen. Die hat rechts und links Standstreifen. Da kannst du in der Mitte überholen. Hä? Ja, auf der linken Spur, Mann. Pass auf, von rechts, da ist einer. Was? Ja, der fährt mir jetzt in die Karre rein. Nee, der fährt rechts ab. Nee, ja, der fährt ab. Aber weil sonst würden die ganz knallhart da reinfahren. Ja, die geben dann Vollgas, schneiden dich komplett. Und wenn du in dem Moment nicht so schnell reagierst, dass du bremst, selbst wenn du bremst teilweise, dann geht dann einfach zack durch. Wieso habe ich noch 94.000? Hatte ich nicht eben 98.000? Hätte mir aber keine Kreditrate abgezogen. Ach nee, ich habe ja auch noch getankt. 95. Keine Ahnung, wie die restlichen 3.000 repariert? Sind. Hast du nicht repariert? Nee, konnte ich ja nicht. Aber das wird noch teuer auf jeden Fall. Da bin ich gleich auch mal gespannt. Ja. Oh, stehen die da? Die stehen da, ja. Pass auf. Pass auf, kann nämlich sein, dass der Streifen, dass da Polizei draufsteht. Wir müssen aber oder die fahren auch einfach weiter, okay. So geht's auch. Hamburger! Ja! Jetzt in die Karre reinfährt, ne? Boah, die Gameplan, die fährt immer bei Rot über die Ampel, ne? Ah. Ich habe jetzt gerade voll in deine Richtung geguckt, als du durch Rot gefahren bist. Oh, hier war gerade viel los. Ich weiß nicht, ob ich hier rüber fahre. Du hast eh grün. Da ist ein Fragezeichen, wo wir jetzt hinkommen. Da ist bestimmt ein Händler. Ich sehe da kein Fragezeichen. Da ist ein nee. W eingekreist. Da ist was zum Schlafen, glaube ich. Da ist woher lilaner, könnte man reparieren? Lilaner Wagen zum Reparieren und zum und den Zielort sehe ich. Mehr sehe ich nicht. Das war verkehrt hier. Oh. Fuck. Dann fahr mir nicht rein. Ja, ich kann ja, nicht weiterfahren. Das ist aber nicht verkehrt. Oder kannst warum komme ich hier nicht rum? Was ist das? Weil du hinten über dem Bürgersteig stehst. So viel ja, hallo, das ist ja wohl ein Witz, ne? Der Bürgersteig ist ja wohl ein Witz. Hier ist sonst nichts. Ich komme nicht rum. Oder ist das links? Warte mal. Ich häng fest. Ich weiß nicht, was das ist. Kann das sein, dass das hier eine Sperre ist, eine nicht sichtbare? Links dürfen wir nicht. Also du musst zurückfahren. Ich muss zurückfahren. Habe ich keinen wirklich. Oder überhol mich, dann überhol mich. Also bis hier kann ich noch, aber mehr kann ich nicht zurückfahren. Aber du musst doch hier rechts rein. Ah nee, wir hätten eins davor reingemusst.
Warte mal, ich dreh mal hier. Kommst du da? Ja. Jetzt mal gucken, dass ich hier wieder wechseln kann. So. Hallöchen, Polizei. Dann sind wir alle weg hier. Das wirke ich da? Ja, ja, aber ich muss mal eben. Hä, wo willst du hin? Ich will doch von oben reinfahren, das ist mir ein bisschen zu eng da unten. Hä? Oh, jetzt fahr noch. Oh, das wird eng. Das wird eng. Aber ich habe gar keinen. Ach, da ist das. Oh, ist das scheiße gemacht. Ach doch, das wäre doch da hinten gewesen, die Einfahrt. Boah, ich habe das Schild umgefahren. Ich denke mal, dass wir gleich hier rechts rein müssen. Die Gameplayerin ist schuld. Ja, ja, ich vor allen Dingen. Jetzt war er weg, ich muss parken. Okay, das ist da hinten. Muss aber gleich ein Stück zurückfahren wahrscheinlich. Oder? Ich glaube, ich krieg's auch so hin. Ja, das nenne ich doch mal perfekt. Sehr schön. Sie hat sich nackig gemacht, die Gameplayerin. Oh Gott. Was 7000 für Schäden? Wollt ihr mich verarschen? Wenn der mir hier voll in die Karre reinfährt, kann ich schon nichts dafür. Und die beiden Autos, die ich kurz angetitscht habe, da habe ich danach fast keinen Schaden gehabt. Also das konnte man noch nicht mal richtig sehen. Sauerei hier. Vielen Dank an alle, die bis hierhin durchgehalten haben. Es war tatsächlich unsere längste Fahrt. Wir sehen uns in der nächsten Folge. Ciao! Vielen Dank für dein Like. Wenn du mehr davon sehen möchtest, dann darfst du mich auch gerne abonnieren.